gutes Min kommt jetzt dazu und dann fressen wir uns erstmal ein paar Snacks an. Beziehungsweise testen die jetzt an und dann werden die während des Dodos wahrscheinlich vernichtet. Jetzt drehen wir die Kamera ein bisschen. Ich habe hier so einen Riesenhaufen Klamotten nebenliegen. Das muss ja nicht jeder sehen. Nein, ich habe hier einfach mein ganzes Bettzeug zusammengeknüllt. Das, was hier steht, ist der Karton. Und Yoshi. Ah. Pflanz dich mal dabei. Und wir zoomen noch ein bisschen raus, I guess. Hallo. Und drehen noch ein bisschen. So, guck mal. Haben wir sogar den Chat noch mit drin. Hallo. Wir machen das immer so. Wir schaffen das. Machen wir ständig. Gnu grüßt dich, einen wundervollen Abend. Miri, auch dir einen wundervollen Abend. So, wir suchen uns jetzt erstmal ein bisschen was zu snacken raus. Wir machen das so bis 19 Uhr, denke ich. Wenn überhaupt. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich greife zuerst. Also kurz nochmal zum Zusammenfassen. Hierbei handelt es sich um eine von drei Boxen, die uns der gute Yoshi aus dem Chat aus Amerika mitgebracht hat und reichlich gepackt hat mit allerhand Lebensmitteln. Und dadurch, dass wir die zu Hause haben, müssen wir die auch langsam mal aufmachen, weil Mindesthaltbarkeitsdaten sind zwar eine Richtlinie, aber muss man auch irgendwie ernst nehmen. Ich glaube, das Zeug kann eh nicht so ablaufen. Ich glaube auch nicht. Das kommt aus Amerika. American Plastic. So, warte mal kurz, ich muss einmal kurz im Hintergrund die Mucke ausmachen, weil sonst haben wir nachher das ganze Ding verhanzt. So. Ne Scheiße. Bubs, grüß dich, auch dir einen wundervollen Abend. Ich greife da jetzt einfach mal rein. Ich guck doch nicht. Was Cooles. Was Cooles. Ach, Scheiße. Oh, es sind extrem sauer steht da drauf. Es sind extrem saure Warheads. Aber im Borderlands-Design. Das ist cool. Da ist Clap-Clap drauf. Was kann das denn? Ja, nix. Das ist nur Werbung. Ist nur Werbung. Haben die nicht mal ein Spielzeug drin, oder was? Was zum Naschen und was zum Basteln. Warheads, Extreme Sour, Mystery. Mystery Geschmack oder? Oh, Vault, da oben. Das hat das mit Dingen zu tun mit Borderlands. Ist der Mystery Vault Flavor. Ey Leute, das Erste, was kommt. Ich will nicht wissen, wie ein Vault schmeckt. Vor allem das Erste, was kommt, ist sauer. Ich kann sauer gar nicht. Das ist richtig heftig. Striker, grüß dich am wundervollen. Oh, ich hab so eine kleine Wunde an der Zunge. Ich hoffe, das wird nicht fies sammeln. Ey. Ich bin. Maschinenöl, Butterteig. Soll ich eine Schere holen? Nee, ich hab keinen Finger drin. Warte mal. Das ist aber Apfel. Ah! Mystery Flavor. Also wir haben jetzt hier einmal hier Apfel zum Beispiel. Die Amis und packen nur einen da rein. Einen, der den Mystery Flavor, was hier, Maschinenöl habe ich schon gelesen. Die Ehre gebührt natürlich Mel. Ja, das Ding ist, ich finde es ein bisschen frech. Hier ist guck mal, hier sind 8-mal Apfel. 3-mal gelb, was ist gelb? Lemon. Dann haben wir einmal Black Cherry und 2-mal blau, was Blue Raspberry ist. Und einmal Mystery Flavor. Das wird richtig kacke jetzt. Ich gehe mal davon aus, ich will nicht Apple. Dann, ich kann Apfelgeschmack eh nicht so gut. Du kannst auch den einzigen anderen roten haben, wenn du möchtest. Ja, ich nehme Black Cherry, glaube ich. Okay, du magst Kirsch eh nicht so meistens, ne? Ich mag Kirsch total gerne. Ehrlich. Hey, ich dachte immer, du machst so künstlichen Kirschgeschmack, magst du nicht so? Künstlichen Himbeergeschmack mag ich nicht. Ach so, naja. Hier ist geil. Okidoki. Oh, scheiße, ey. Kann man da auch abbeißen? Ich bin mit einer Ibo reingestartet, weil mein linker Kopf wehtut. Und jetzt das erste heißt Warhead. Leere Mägen lieben das. 600 Milligramm Ibuprofen und ein Mystery. Vault Borderlands Warhead. Extreme Sour. Warhead ist auch schon so ein Name, ne? Den man eigentlich nicht von seiner Süßigkeit haben will. Es gab früher so TNT-Kaugummis. Die waren auch, glaube ich, von derselben Firma. Ach du Scheiße, Alter. Meiner sieht. Man muss studiert haben, um das aufzumachen. Boah, der ist einfach hart. Den kann man nicht abbeißen. Ich habe studiert und ich krieg's nicht auf. Ich habe nicht studiert. Wobei, ich habe ein Fach. Wie erzählt das? Okay, also man kann es nicht abbeißen. Das ist ein harter Bonbon. Die sehen genau gleich aus. Es riecht noch nichts und sie sehen genau gleich aus. Mmh. Mhm. Mmh. Es schmeckt wie ein saurer Keller bisher.
Ich nehme nicht das Ganze in den Mund, glaube ich. Mit dir? Das wird immer schlimmer. Ey, ich habe einmal kurz da dran gelegt, ja. Das ist ja gottlos eklig. Wie ein wirklich unenthusiastisches Meerschweinchen an einem Salzleckstein. Mel hat das ganze Ding im Mund. Ich spüre das immer noch, es ist wirklich unangenehm sauer. Ich weiß nicht, ob er jemals wieder in der Lage sein wird zu reden. Möchtest du was trinken? Mm-mm. Macht's nicht besser, ne? Mm-mm. Er muss das jetzt aussitzen. Ich werde das nicht essen. Nur gegen Geld. Zahlt jemand? Sonst esse ich das nicht. Jetzt geht's. Lecker. Ehrlich. Kennt man sich durch? Nee, nicht lecker. Nehme ich zurück. Was ist der Mystery-Geschmack? Keller? Ja, weiß ich ja nicht. Der Mann schmeckt auch nach Keller und das ist angeblich Kirsche. That's fucking teamwork! Oh, geil, Alter. Vielen, vielen. Ja, was ist der Mystery Flavor? Soll ich ihn mal geben? Ist das die Bezahlung gewesen? Muss ich das jetzt essen? Bitte nein. Striker, vielen lieben Dank für die Bezahlung. Bubblegum. Oh nee, dann will ich's nicht. Jetzt ist es auch nicht mehr sauer. Traube. Traube? Künstliche Traube. Kennt ihr diese so Grape Soda? Und es gibt vor allem häufig so Kaugummis, die dieses künstliche Traubenaroma haben. Wenn man es länger im Mund hat, schmeckt man es nicht mehr. Aber der erste Geschmack war dieser künstliche Traube. Bitte nochmal zurück. Nee, aber du hast einen Hype-Film ausgelöst, den du es nicht gegessen hast. Also ich finde, du solltest jetzt hinter der künstlichen Traube nochmal... Aber jetzt will ich nicht zwei. Dann leg's. Den will ich auch nicht mehr zurück. Also. Aber das ist pappsüß, also vielleicht konnte er das. Ich nehme jetzt das auch noch. Okay. Ein bisschen Speichel sammeln vielen vorher. Vielen Dank übrigens für die Biddies. Ey, du kannst das sauer so viel scheiße. Besser ab als ich. Ja, das stimmt. Aber wenn man den dreht einmal. Habe ich bisher nicht gemacht. Dann wird schlimmer. Der Mund wird enger und dann drehen tut immer mehr weh. Einen wundervollen Grüß dich, meine Liebe. Wir sind gerade dabei, den Naschkrampf durchzuprobieren. Blöde Kuh. Bist du davon sabbern? Voll. Ich fang voll an zu speicheln. So ein Hund, der eine Zecke riecht. So habe ich mich gefühlt die letzten Tage. Nach dem Husten. Habe ich so viel Sabber einfach. Ist gut. Super. Auf einer Skala von 1 bis gut. Jetzt ist nicht mehr sauer, ne? Der lässt sofort nach. Es wird besser. Jetzt geht's. Ich kann gar nichts dafür, das ist süß. Ja, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, ihr steckt da alle unter einer Decke. Ja, aber lecker ist nicht. Also ich fand das Beerenbonbon widerlich. Es schmeckte nach Fuß und Keller. Striker, wenn man das runterschluckt, bevor das sauer weg ist, dann kriegt man davon Magengeschwür, glaube ich. Das will ich nicht riskieren. Dir platzt einfach der Enddarm. Das Bonbon geht. Dir platzt runter, einfach der Arsch. Ja. Ja, und jetzt muss ich das... Zwei riesige Bonbons im Maul. Manchmal esse ich zwei Bonbons auf einmal. Du musst sie nicht aufessen. Du kannst sie auch gerne hier für später irgendwo hinlegen. Soll ich mir die in das Ohrläppchen klemmen? Du kannst wie so zwei Tunnel reinmachen vielleicht. Widerlich. Oder wie so Loops, einfach in die Ohrmuschel. Ja. Also du musst sie wirklich nicht aufessen. Du kannst auch gerne... Nee, mach ich auch nicht. Die sind nicht. Ich guck das jetzt aus. Ist also, kurz mal mein kleines Fazit zu den sauren Warheads. Ja, hier wird's gerade geschrieben als Klostein. Zumindest, ich hatte nur diesen Beerengeschmack und ich mag diesen künstlichen Grape-Geschmack überhaupt nicht. Übrigens, vielen Dank für den Hype-Brain. Danke, Saskia. Und ja, weiß ich nicht. Also, Smin guckt immer noch nicht begeistert. Sie hat auch einen Napf geholt, der war vorher noch nicht da. Falls man mal was loswerden muss. Und eine Schere, das ist gut. Hype-Train-Chef, vielen, vielen, vielen lieben Dank für die Biddies. Also, Fazit, sauer schon sehr und das Saure schmeckt irgendwie ein bisschen nach Keller.
Wenn das weg ist, ist es irgendwie extrem süß. Wenn man sich daran gewöhnt hat, war der Geschmack eigentlich ganz geil. Also ich hätte den jetzt, wenn ich jetzt nicht noch mehr essen würde und nicht zwei im Mund gehabt hätte, hätte ich den einen zu Ende gelutscht. Kirsche oder Grape? Das Ding ist, ich mag diesen künstlichen Traubengeschmack, du nicht so? Überhaupt nicht. Wie sie schrappe auch, schlimmste. Ja, muss man mögen. Ich habe irgendwie eine positive Kindheitserinnerung damit, vielleicht liegt es daran. Lean. Ja, ich habe in meiner Kindheit immer Lean zu mir genommen. Wie jedes Kind. Ja, genau. Ich habe eine positive Erinnerung daran und deswegen mag ich den Geschmack von künstlichen Traubenaroma. So viel zu mir. Ich bin 30 Jahre alt und jetzt ist der Mel dran. Ich habe was für dich. Du kannst hier in die Mystery Box rein. Nehme. Was ist das? Cheese and Peanut Butter Sandwich Crackers. Muss da noch Peanut Butter drauf oder ist die schon da drauf? Die ist da dazwischen, glaube ich. Schau. Die haben alle so ein bisschen dahin geschissen. Halt die mal da einmal kurz vor der Linse. Also, ich zeige euch jetzt das einmal hier. So sieht es aus. Das ist das Big Snack Pack, das ist das Gute. Big Snack Pack. Krieg nicht so viel. Ja. Also bin ich eigentlich gespannt drauf. Habe ich eigentlich Bock drauf? Ich weiß nicht. Schere. 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 Was ist in der Box? Also es riecht nach Erdnussbutter. Es riecht nur nach Erdnussbutter. Ja. Das ist definitiv Yoshis Schuld. Sowas würde ich doch im Leben nicht kaufen. Ey, man muss dazu sagen, Yoshi und Jules waren ja beide hyped dafür einzukaufen. Also, genau. Oh, guck mal, wie eklig die... Neongelber Cracker. In echt ist der tatsächlich neonorange. Der sieht reingefotoshoppt aus. Dazwischen, das kann man als Greenscreen verwenden. Ehrlich. Dazwischen ist Erdnussbutter. Zwei Cracker und Erdnussbutter. Schmeckt wie ein Flip. Das Ding ist, es schmeckt wie ein Flip, aber es schmeckt wie ein Flip, der noch von vorgestern übrig ist, von der Kellerparty und jemand hat im Keller geraucht. Das kann ich nicht mehr sagen, dass ich die geil finde. Ich finde die echt ganz geil. Also wenn man da reinbeißt, vielleicht haben die auch ein bisschen Luftfeuchtigkeit abgekriegt, die sind so, ja, es ist halt Erdnussbutter dazwischen, die sind einfach nicht knusprig genug, die sind so weich. Irgendwie so. Aber auch nicht angenehm weich, sondern einfach wie ein Cracker, der zu lange in der Luft war. Und ein bisschen Luftfeuchtigkeit gekriegt hat. Gehe ich zu 100% mit. Aber ich finde die mega lecker. Du kannst ihn ja haben. Mega geil. Ich finde die jetzt nicht eklig. Und schmeckt einfach wirklich wie ein Flip. Ich würde mir ein bisschen mehr Salz oder so dran wünschen. Oh, Salz wäre gut. Ja, ja, doch. Doch ein bisschen mehr Salz, ja. Bisschen salzig sind die, aber da fehlt was, auf jeden Fall. Ja. Also, ich sag mal so. Naja, dadurch, dass wir, ne, alle, die gerade fragen, was hier abgeht, für die Dokus snacke ich mir die Packung rein heute. Das wird mein erstes Abendessen. Julia, du kannst sie gern probieren. Muss Julia einen übrig lassen. Oder meinst du die Bonbons? Kann ich dir gerne auch was von übrig lassen, kein Problem. Ich liebe das Raucharoma. Das ist so ein bisschen so der Barbecue-Geschmack. Das ist eine Nudelsuppe, die mache ich nicht. Das ist keine Nudelsuppe, ich habe schon gesehen, was das ist. Wir werden es aber nicht jetzt konsumieren, auf jeden Fall. Na, nehme ich die auch nicht. Ach nö. Es sind Snowballs. Die ohne W geschrieben werden. Ich war heute der Meinung, dass die mit W geschrieben. Also echte Schneebälle werden auch mit W geschrieben. Ja, aber das ist ein Snowball. Ja. Snowball. Das ist Snowball. Was aus Dänemark. Snowball. Snowballs aus Dänemark. Okay, wir machen die Snowballs, machen wir über der Schüssel auf, denn da ist Kokos dran. Genau, jeder, die nicht kennt, das sind die Dinger, wo Tallahassee sauer ist, dass es keine Twinkies sind in dem Truck von Holsters, wie heißen die? Da. Hostess. Und ich weiß nicht, ob das so ein Ding bei euch war. Früher, essen auch nur einen, früher beim Karneval wurden früher immer so Marshmallow-Kokos-Titten
geschmissen. Also eigentlich genau sowas. Ja, genau so wie so von der Form her genau wie die hier. Und die habe ich ja, wie wird's geschrieben? Die habe ich geliebt und ich finde, die habe ich abseits vom Karneval niemals jemals irgendwo gesehen. Okay, also es ist ein Coconut and Marshmallow Covered Chocolate Cake with Creamy Filling. Ein kleiner Cream Pie. Der ist rosa. Also in echt ist er tatsächlich knallepink. Das kommt hier überhaupt nicht zur Geltung. Ja, halt nochmal rein. Ja, der hat so ungefähr die Farbe von dem Namen von Schnitzel im Chat. Also Boobs und Schnitzel sind bei mir so knallpink im Chat. Ungefähr das so. Es ist schon, also auf jeden Fall eine künstliche Farbe, würde ich jetzt mal schätzen. Eine helle Version von meinem Rahmen. Ich glaube, man kann es nicht so gut teilen. Mal abbeißen einfach. Ja, wir beißen mal ab. Möchtest du? Du kannst erst und dann... Okay, ich starte mal. Also, Kokonuss, Marshmallow, Schokolade und Cremefüllung. Ja, na Cream Pie, ich erkenne ein Muster heute, ey. Ich habe noch nichts von der Cremefüllung abgekriegt. Bin knapp daran dran vorbei. Mhm. Sieht aber irgendwie ganz geil aus. Ja, da sind noch meine Erdnusskekse drin. Mhm. Oh, die Konsistenz ist geil eigentlich. Die ist so richtig weich. So sieht es gerade von innen aus. Mhm. Also. Warte. Mir riecht ein bisschen nach spanischem Unterholz. Es riecht eigentlich nach nicht viel. Ich finde... Das Marshmallow daran, absolut überflüssig. Kennt ihr diese Kuchen, diese Schokokuchen, die auch geil, so eine Cremefüllung yes, haben? So wie, also eben nicht Yes Turties in lang, sondern so... Diese Pucks? Pucks, genau. So ein Schokokuchen. Ich finde nur, dass dieser Teig, der ist so sandig, der ist irgendwie voll trocken. Das kriegen die Pucks besser total hin. Also der ist richtig bröselig und innen ist wie so eine Marshmallow-Creme. Kennt ihr hier, wie heißt Fluff? Marshmallow-Creme. Das ist da, glaube ich, drin. Und das Kokos hätte man sich auch sparen können. Also ich würde stattdessen jederzeit so eine Puck-Törtchen greifen, weil da ist das Geile davon, ist da in besser drin. Und das Nicht-Geile davon ist nicht dabei. Also für mich ist das jetzt nicht scheiße, aber ich würde es nicht nochmal kaufen, weil das andere Produkt ist wesentlich besser. Ja, also um das für mich zusammenzufassen, ihr seht ja, da ist genau dieselbe Creme, dann hast du diese Schokolade. Der untere Teil mit der Creme und der Schokolade, mega geil, fantastisch. Mhm. Und das Zeug obendrauf, fühlt sich an wie der schlechteste, wie heißen diese japanischen Eismurmeln? Mochi. Wie der schlechteste den ich je irgendwie... So richtig weich und zäh. Es hat auch, es ist auch ein bisschen so ein normaler Kuchenteig außenrum, aber den nimmt man kaum wahr. Danach kommt diese Marshmallow-Schicht. Und das ist auch so, als würde man in so einen... Stellt euch mal eine Weißwurst vor, die nicht prall in ihrem Darm drin ist, sondern der Darm ist so lose da drumrum. Und ihr würdet versuchen, da reinzubeißen. So richtig... zäh und... Es ist ekelhaft akkurat beschrieben. Tutzeln! Ja, dann tutzel mal. Ich beiß jetzt nochmal hier unten in den Dings rein. In den Cream Pie tutzeln. Nee, ballert irgendwie nicht. Hm. Also, dadurch, dass es auseinanderfällt, der Teil... Wenn er einmal von dieser wabbeligen Vorhaut getrennt ist, ne? Der ist fantastisch. Ja, ein bisschen trocken. Und also da würde ich eben zum Puck-Törtchen greifen. Und man muss sagen, im Vergleich zum Puck-Törtchen schmeckt man extrem diesen Konservierungsalkohol. Ja. Mhm. Ja, ist einfach das schlechtere Puck-Törtchen. Vor allem... Das ist der Weißwurst-Teil, von dem ich geredet habe. Das ist der Weißwurst-Teil. Also nee, ballert nicht. Pack das mal zärtlich dahin. Hast du die gezogen oder habe ich die gezogen? Die hast du gezogen. Und, ich hab die Erdnusskekse. Dann zieh mal. Sauer sind die nicht, Schnitzel. Ich nehme das mal. Das ist, oh, das sieht aus, also wie eine Tupper. Ah. Kurz zur Info. Der Yoshi hatte gefragt, was er uns mitbringen kann. Und Smin liebt diese Cheeseballs.
aus Amerika. Und die kriegt man aber nur in so 5-Kilo-Fässern. Und deswegen habt ihr die anscheinend eingetuppert und rübergeschickt. Und ich hoffe, die schmecken noch und nicht nach Tupper. Da war so unfassbar viel Käsepulver dran. Schmeckt nicht nach Tupper? Es schmeckt ein bisschen nach Tupper. Und ich glaube, die haben auch so diesen ganz, ganz leichten Feuchtigkeitsdingens abgekriegt. Aber wenn man es mag, dann ist es trotzdem gut. Möchtest du probieren? Boah, ich finde diese Cheeseballs ja gottlos eklig eigentlich, ne? Also, das Tupper-Geschmack ist auf jeden Fall da. Viel Erfolg beim Arbeiten, Lisi. Köstlich. Kannst du alle haben. Das habe ich mir schon gedacht. Wobei ich sagen muss, am Anfang schmecken die nach Käse, dann, na gut, die sind weggetuppert waren, aber trotzdem echt süß von ihm, dass er noch welche weggepackt hat, weil die großen konnte er nicht schicken. Wenn der Käsegeschmack weg ist, dann bleibt am Ende exakt derselbe Geschmack, wie wenn man diese Honeypuffs, diese kleinen, diese, die man so mit dieser Bienenwerbung, BB Honeypuffs oder wie die hießen, wenn da so der letzte Geschmack, wenn das Süße weg ist, nur noch dieses Material. Ja, das ist aber auch wie bei Erdnussflips, nur dass der Erdnussgeschmack so penetrant ist. Das ist einfach auch die gleiche Konsistenz wie ein Erdnussflip. Das stimmt, das Gene grüßt dich. Mach ich gleich. Machen wir hier nach. Wir machen jetzt noch zwei Dinge und dann starten wir mit dem Doku rein. Ey, ja. Wir haben so viele Pakete dann hier. Wir machen bis 19 Uhr. Gucken, wie viel wir schaffen. Ja, okay, dann ein bisschen schneller. Ja. Mehr aufmachen. Ha! Erst kriege ich Warheads, jetzt kriege ich Airheads. Alter, was ist denn das? Was ist denn kopflastig? Kopflastig. Originalfrucht. Ich glaube, nichts daran ist Originalfrucht. Wahrscheinlich nicht. Aber es handelt sich um M&M's ähnliche Fruchtdragees. Gene, grüß dich. In absolut ansprechenden Farben wie Italien. Tatsächlich Italien. Ja dann. Riechen wie Skittles. Ich glaube, das ist Wassermelone. Die sind deutlich fester als Skittles. Ich habe mit dem Skittle gerechnet, ich habe aber nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet. Ein wehrhaftes Skittle. Ah. Köstlich. Also tun weh. Stellt euch vor, man nimmt diese typischen deutschen viereckigen Bonbons, die in so ein kleines Papier eingewickelt sind, wo so eine Kirsche drauf ist und so eine Orange drauf ist. Und so Frukas. Nimm Frukas, mach die rund, ein Skittles-Mantel drum, ein bisschen fester. Hattest du ein rotes? Mhm. Ja. Die roten schmecken genau wie die Kirschfrukas. Mhm. Probier mal grün. Hab noch rot. Mhm. Kann man sich geben. Also, hey. Ist jetzt nicht das natürlichste. Gibt es Geschmacksrichtung Orange, Wassermelone, weiße Mysteriös. Oh, das habe ich. Blue Raspberry und Cherry. Du hast weiße Mysteriös. Ich trippe auf Traube. Hast du auch weiß? Wassermelone. Die besseren Jellybeans. Zitrone finde ich jetzt nicht so mysteriös, aber irgendwie schmecken so. Sind aber erdnussfrei, steht drauf. Immerhin. Also Erdnuss ist schon mal nicht. Okay, aber ich esse jetzt nicht noch ein. Ich will noch was machen. Greif nochmal rein. Hier. Airheads. Absolut zu empfehlen. Ich finde die lecker. Schneller kauen, du hast recht. Boah, das muss man kalt trinken, oder? Tree squeeze, enjoy. Also, das machen wir dann später. Ich habe einen Icy Slush Fruit Punch. Das machen wir im Discord. Den machen wir im Discord. Wir werden den jetzt ins Gefrierfach packen und dann wird er nachher im Discord machen, also in den Food-Channel werden wir... Ja, aber dann müssen wir jetzt noch was machen, was wir jetzt... Ja, dann kannst du ein Gefrierfach gleich bringen und dann... Ja, du kannst. Die grüßt dich mal lieber. Ich oder du? Du. Okay. Bin überzeugt.
Ich habe ein Loch in den Karton geschnitten unten. Ach so. Dots. Dudes. Das sind Ohrenstöpsel. Assorted Fruit Flavored Gumdrops. Das sind anscheinend so Gummibärchen-mäßig. Ah nee, die sind aus hier Spitzpass auf. Ah, okay. Das sind okay. Die Spielfiguren aus Spitzpass auf. Die sind von Tutsi. Auch nochmal hier kurz. Ich geh nochmal mit dem Fruit Punch kurz einmal rein. Der das, Fruit Punch. Genau, das frieren wir nachher einmal ein. Und dann, boah, es hat aber irgendwie so eine dicke Viskosität. Es fühlt sich nicht an wie Flüssigkeit, sondern eher wie Gel. Ja, aber das ist nur, weil die Packung recht spack ist. Da ist nicht so viel Platz. Wie hast du mich gerade genannt? Packung? Ja. Wäre ja auch mein. Kleine Packung. Kleine Packung. Wird es später noch entpackt werden? Wichtig ist, mit beiden Augen langsam blinzeln. Das gute alte Loch. Alte Loch ist... Das alte Loch wird einfach hier rausgepiept. Mhm, okay. Die sehen überhaupt nicht aus wie auf der Verpackung. Der war voll schief. Ist das ein Klump? Ja. Oh, da ist so ein Ohrenstöpsel. Die Ohren. Sieht aus wie Ohrenschmalz. Mm. Die riechen wie Plastik. Sind die echt zum Essen? Ich hoffe. Riech mal, der riecht wie so Plastik. Kann ich nicht empfehlen. Ich überlege gerade, meins auszuspucken. Nee, hängen. Ja, check ich. Auch eine Zahnreinigung. Hallo Egon. Ich hatte erst eine am Dienstag. Wisst ihr noch, was ich gestern über schwedische Weingummis gesagt habe und deren Konsistenzproblem? Kein Plan, warum die Amis sich das abgeguckt haben. Könnt ihr den Giftnotruf anrufen? Ich glaube, das ist Spülmittel. Hattest du Spülmittelgeschmack? Also es schmeckt echt, als hätte ich Spüli gesoffen. Ich hab Klostein. Schmeckt, als hätte ich Spüli gesoffen, no joke. Mm. Boah, ist das eklig. Also... Hier steht nicht mal, was für ein Geschmack das sein soll. Arsch mit Käse. Boah, nee, die sind's nicht. Die krieg ich nicht mal gekaut. Die Konsistenz ist grauenhaft. Verrate bitte deine Geheimnisse. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ja, Geschmack ist geheim. Boah. Also der Geschmack grün ist nicht weiter zu empfehlen, sag ich schon mal so. War orange? Ich hatte, glaube ich, rot oder orange oder sowas. Boah, 6 servings. Ich glaube nicht, dass wir 6-mal davon was essen werden. Och. Ich glaube, ich werde auch nicht einmal 6 davon essen. Nee. Möchte jemand haben? Ich schmeiß das sonst weg. Wie wird eine Mutprobe bei uns? Das ist... Boah, ist das... Nee. Die sind auch mittlerweile einfach so... Es ist so ein Konsistenz... Hafter Block. Das geht eigentlich, die kleben einfach so ein bisschen. Bitte kein Leberkäse-Flavor. Mm, das ist weiß gewesen. Mystery Flavor war Weißwurst. Bin so gespannt. Ach, das ist ein Milky Way. Hatten wir schon. Hatten wir schon. Kannst du einmal auf den Tisch legen? Scheiße. Oh, nicht scheiße. Rice Krispie Treats, habe ich Bock drauf, von Kellogg's. Ja, habe ich auch Bock. Warum ist das so weiß? Das Weil das mich. Licht direkt da ist. Ja, auf der Packung ist das doch auch weiß. White Krispie White Treats. Die habe ich Bock drauf. Ja, nehmen wir mal unsere Krümelschüssel. Die Krümelschüssel. Welch seltener Gast? Wen haben wir denn da, welch seltener Gast haben? Ja, Egon ist da. Egon? Aber er hat auch nur reingefischelt. Ich bin mir sicher, er ist schon längst nicht mehr da. Die sind weiß. Der Kollege sieht so aus. So ein Block. Darauf bin ich sehr gespannt. Er ist rausgefischelt. Nee, er ist wieder reingefischelt. Ey, hallo. Ja, ich bock drauf. Dankeschön. Riecht nach Milchreis. Künstlichem Milchreis. Ja, ja. Oh, wir riechen wie diese fertigen Waffeln für Eis, diese Stäbchen, diese Waffelstäbchen, die man so im Supermarkt kaufen kann. Mhm. Egon ist im Herzen immer da, true. Also ich check's, ich mag's, aber... Man könnte das viel geiler machen, mit sehr wenig Aufwand. Echt? Also ich finde es jetzt nicht so geil. Ich mag die Idee dahinter. Und selber, das kann man mega easy selber machen, finde ich das auch geil. Das Einzige, was ich hier mag, ist irgendwie die Konsistenz. Es ist zwar so sticky, aber es ist auch trotzdem total knusprig und luftig.
Aber der Geschmack haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Es ist hauptsächlich süß und irgendwie künstlich. Und künstliche Vanille oder so. Doll. Aber nicht auf so eine angenehme Weise. Es ist einfach ein bisschen irritierend. Wenn man so einen Schrank aber öffnet, wo so ein paar olle Vanillekerzen drinstehen. Ja, es hat auch was Schrankiges, auf jeden Fall. Aber fast alle Sachen, die wir bisher probiert haben, haben irgendwie noch Schrank geschmeckt. Kann aber am Liefern liegen. Eben, deswegen würde ich das jetzt mal nicht mit einberechnen. Allerdings glaube ich irgendwie, dass das... Was? Also ich habe jetzt meine Hälfte auch gegessen. Wenn mich jemand fragen würde, ob ich lieber so eine Handvoll Cornflakes hätte, oder das, würde ich eine Handvoll Cornflakes nehmen. Mhm. 5 von 10 kann man essen. Hätte ich als Kind wahrscheinlich todesmäßig abgefeiert. Konsistenzmäßig, ballert irgendwie. Hat eine geile Maulhaptik. Mhm. Aber ansonsten, Weißwurst-Frosties. Ja. Ich würde nicht zuzeln wollen, aber ich finde es ganz geil. Ja, also check ich, als Kind hätte ich es wahrscheinlich auch abgefeiert. Ich finde es auch jetzt mehr als 5 von 10. Ich muss sagen, wir haben, da haben wir schon Sachen gesagt, hier gehabt, die fand ich viel schlechter. Ist das irgendwie das Beste bisher? Also für mich waren diese Käse-Erdnuss-Cracker das Beste bisher. Ja, die waren es nicht für mich. Die waren jetzt nicht eklig, aber die haben mich auch nicht überzeugt. Ja, okay. Habe ich den letzten? Oder hattest du den letzten? Du hattest Rice Krispie. Dann machst du jetzt den Sack zu. Oh. Weißwurst. Okay, Gummy Clusters von Nerds. Mach mal die Schere für mich, bitte. Das, bitteschön. Fühlt sich sehr weich an. Hier steht drauf, tangy and crunchy outside, sweet and gummy inside. Nerds gehen immer, sagt die gerade. Ja, aber das sind so, also das... Es sieht aus, als hätte man buntes Katzenstreu. Weil das sind so kleine Köttelchen mit so Perlen außen dran. Hier, ein kleines Katzenkaki für dich. Riecht fruchtig. Es riecht ein bisschen so wie so Shisha-Tabak-mäßig. Es riecht voll wie Shisha-Tabak. Oder wie jedes Süßigkeiten aus den 90ern. Die rochen auch alle so. Mhm. Also ich mag Nerds. Funktioniert. Das ist die geilere Variante, Nerds zu essen. Weil du dir dich nie so ehrenlos hier nicht in den Rachen kippst, sondern irgendwie was zum Kauen dran hast. Deswegen Gummibärchen mit Nerds dran. Ja, die finde ich gut. Auch sehr süß, aber es hat diesen typischen Weingummi-Geschmack. Stellt euch vor, ihr nehmt ein geiles Weingummi und das fällt so in eurer Weingummi-Mischkiste nach unten und wälzt sich so in diesem sauren Zucker und diesen Perlen von den Colorado-Himbeeren. Mm. Und das... Als Cluster ist das. Ist doch. Die gehen klar. Die gehen voll fit. Das ist ein 7 von 10 Weingummi für mich. Mhm. Ist so ein bisschen mehr Haptik dabei. Mag ich. Das ist doch nicht sowas. Jetzt habe ich nochmals Bock, Weingummi zu kaufen. Nee, hat eine gute Haptik. Wir haben den Sack zugemacht. Wie viel ist noch drin, so circa? Ist noch der Boden gut bedeckt. Dann müssen wir das auf jeden Fall noch mindestens. Ich habe gerade eine Metalldüse in der Hand machen. Mit einer Zuglasche oben drauf. Das sollten wir vielleicht mal reinschauen. Geh mal kurz her. Achso, nee, dann nicht. Oh, nee, das. Das müssen wir vorbereiten, da habe ich Bock drauf. Das ist Chicken Spread aus der Dose. Wenn wir Weißbrot haben, fällt sich mir das. Da mache ich ein separates Video zu, da habe ich Bock drauf. Das machen wir. Chicken Skin ist auf Platz 3 der Inhaltsstoffe. Geil. Sind es nur Foreskins oder alle? Weiß ich nicht, ob sie nur vor heute rein haben. Also das machen wir, da machen wir ein separates Video drauf. Schön Weißbrot kaufen, ein Blatt Salat und den Rest so eine Dose Chicken. Vor allem das Weißbrot darf auch nicht getoastet sein. Nee, es wird katastrophal, aber ich hab Bock drauf. Was sagen die Nutri-Score hier? 9 Gramm Proteine auf 100. So nämlich. Irgendwie kommt mir das für eine Dose Hühnchen echt wenig vor. Das ist lächerlich wenig für eine Dose Hühnchen. Ein Grund, sassy zu werden? Nein. Also der kommt separat
den machen wir, den mache ich in einem Video und im Discord nachher reden wir dann hier drüber. Willkommen auf der Couch, gute Sekte, wo wir die Zeit vergessen, Fußball und Sex, Fressen, danke so viel, Herzen voller Freude, leicht ein Sitzen, keine Arme, alles geil. Freeman, One Couch, die Sekte der Kult. Ob er lootet oder Apostelpult, setzt euch dazu, habt ne geile Zeit. Legt die Füße hoch, aber killt nicht den Wein.